Okay, ja, sehr gut. Da bin ich mal gespannt, weil letztes Endy-Set war es so, dass niemand ein Set von dem Wolf von SDN ziehen konnte. Vielleicht kann Justin da was dran ändern. Auf jeden Fall ein guter Sephiroth-Spieler hier. Und man sagt bei ihm immer, er ist cursed, weil er immer siebter Platz wird. Letztes Mal konnte er das aber verhindern. Er ist fünfter Platz geworden. Also, wir sehen hier Verbesserung. Und der Curse wurde gebrochen. Bloß nicht wieder ein altes Muster fallen, würde ich dann sagen. Im Moment ist es even. Bei SDN ist es nur so, er kann echt ziemlich confident killen mit Wolf. Also er kriegt immer die Back Air, die F-Tilts. Die F-Tilts? Was? F ist immer, steht immer forward. Also okay. Nach vorne. Und Tilt ist der schwache Angriff nach vorne im Gegner. Alles klar. Genau, also Smash, Attacks, also Forward Smash zum Beispiel, F-Smash und F-Tilt. Und Forward Air gibt's auch, das ist dann die Aerial, also der Tilt in der Luft. Also Tilt dann die ganz normale A-Attacke. Ja, wenn du. Also du kannst praktisch mit dem C-Stick in die Richtung drücken und dann machst du den Smash und du kannst einfach nur in die Richtung halten und dann A. Also nach vorne halten und dann A. Ja. Aber hier, Angry Face mit dem ersten Kill. Ja, geht hier in Führung, aber auch nicht für lange. Ja. 9% sind keine große Lead. So. Ah, und jetzt. Genau, ist denn natürlich der First Seed in diesem Pool und in dem Turnier. Ein Upset wäre krass. Auf jeden Fall sehr krass. Aber es gibt einfach nicht viele, die SDN besiegen können. Solange er Wolf spielt, ist die Chance auf jeden Fall höher, aber an sich ist Wolf halt auch einfach ein besserer Charakter als Ike. Spielt er normalerweise Ike, oder? Ja, genau. Und Ike ist halt echt krass so, aber auf Wolf kannst du halt auch mal ganz andere Dinge machen, also viel safer spielen. Ja. Hat Wolf dann auch eine bessere Recovery dann als Ike, oder was meinst du mit mehr Safe? Also er hat ein besseres Neutral, würde ich sagen, Wolf. Er hat ein Projektil, also das heißt, du kannst nicht einfach voll weglaufen, er spammt dich dann einfach zu. Oh, schön, Dash Attack. Und bessere Recovery, ein bisschen besser, ja. Ja, die ist schon ein bisschen besser. Aber jetzt gehört auch nicht zu den besten Recoveries im Game. Ja, was kann Angry Face auf Justin hier machen? Er braucht diesen Kill. SDN drückt aber eigentlich nur Safe-Knöpfe, also es kommt fast nur Fairs und Mares. Der Laser, wenn er ein bisschen weiter weg ist. Kann man schwer punishen. Muss man wissen, wie. Ja, gut recovered, auf jeden Fall immer von unten recovern. Muss bei SDN und bei Wolf auf jeden Fall aufpassen, dass man da keinen Frame reinbekommt. Die Frame und jetzt. Oh, schön. Kommt hier mit dem Forward Air, aka der Pizza. Den Kill. Two Frame. Genau. Genau. Two Frame ist, wenn du. Man ist kurz verwundbar an der Edge, wenn man dran greift. Also ist eine Animation, wo die Hand praktisch gerade die Edge berührt, die Ecke. Die Kante, besser gesagt. Und jemand kann in diesem Zeitfenster jemanden halt angreifen. Und Wolf ist ziemlich gut da drin. Kann man so auch Reaktionen machen. Ja, der ist auch relativ fix, oder? Also von so einem Moveset relativ schnell. Ja, sein Moveset ist auf jeden Fall schnell. Sein Movement Speed ist jetzt nicht so besonders. Ja. Aber ja doch. Ja. Okay, low on shield. Mal gucken. Ja, da hat SDN kurz gewartet, dass das Schild nicht noch lower wird, weil noch einen hinter nicht treffen kann. Und mehr. Okay. Auf jeden Fall sehr enge erste Runde. Ja, vielleicht können wir da jetzt nochmal eine andere Stage sehen. Also, Sephiroth
würde ich sagen, ist besser auf Stages, in denen man ja an die Wand kann. Also er kann sein Schwert so in die Wand pieksen und dann steckt er da und kann springen, so oft er will und so. Genau, von daher Carlos oder Yoshi's Story. Aber wir haben eben schon, glaube ich, gesehen, dass man nochmal die Pokémon Story 2 gewählt hat. Mal schauen. Oh ja, schöne Back Air. Ich bin jetzt vor allem gespannt, was er an der Edge macht, weil er muss auf jeden Fall irgendwas an der Edge machen gegen SDN. Man kann Wolf auf jeden Fall punishen an der Edge. Gerade mit dem Konter von Sephiroth. Mhm. Und auch in Shield-Punish-Situationen bin ich mal gespannt, ob Justin da noch was anderes wählt, andere Optionen. Ist meistens nicht so leicht mit Sephiroth, aber vielleicht fällt ihm ja irgendein Habit auch von SDN. Dass er da punishen kann, weil Sephiroth auf jeden Fall genau der Charakter, die sehr gut punishen kann. Und ich sehe auch nur die zweite Charge mal von dem Special von Sephiroth, also diese Kugel, die blaue, Er kann ja auch mal die dritte wählen, weil die haut richtig rein. Dann eine riesen Kombination. Das würde ich mir wünschen. Diese meintest du, ne? Also ja, genau, das war die zweite. Genau, die erste ist rot, die zweite ist blau und dann gibt es noch so eine Explosion. Oh, okay, gut gebaitet. Ja. Reicht nicht für den Kill, aber. Reingedrückt und jetzt weiterhin. Okay, jetzt muss er diesen Stock mal länger halten als 9%. Oh, schön, macht hier Damage durch die Edge. 15%, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Wenn er jetzt noch eine Combo starten könnte. Aber da kommt die Dash Attack und SDN gleich das Ganze hier aus. Oh. Ja, schön. Und Downy. Ja, ich dachte genauso wie Justin in der Sekunde, dass SDN damit das Side-B recovered. Aber er hat es smart gemacht und da Up-B recovered. Ein bisschen gewartet. Ja. Also hat Justin damit was anderem gerechnet. Ja, weil Wolf kann mit zwei Attacken recovern, mit der Up-B und mit der Side-B. Mhm. Die Side-B ist aber verwundbarer. Aber geht schneller, da war sie gerade. Ja. Also damit kann er dann leichter in eine andere Attacke quasi reinlaufen. Nee, ich meine damit, also mit schneller, was ich mit schneller meine. Die Zeit weiß ich halt. Ja, nein, verwundbarer meine ich. Ach so, damit kommt er nicht direkt an die Edge, sondern die Animation muss erst beendet werden und dann geht er an die Edge. Okay. Und wenn man drüber, also über die Edge kommt, oh, hat er noch nicht gekillt, aber die Flair, schön. Gutes Follow-up hier gerade von Justin. Hat hier gerade auch den One-Wing, also man sieht jetzt, oh, jetzt ist er weg, schade. Aber ja, Sephiroth hat eine Comeback-Mechanik, wo er, wenn er hohe Prozente hat, einen Flügel bekommt, dann kriegt er einen extra Jump, Armor auf Smash-Attacken und so, seine Attacken sind einfach auch stärker. Und das ist eine richtig starke Comeback-Mechanik einfach. Hat er gut genutzt auch gerade, also dann kannst du halt richtig übertreiben auf Stage. Verliert hier jetzt gerade den Stock, fliegt hinten in den Bildschirm rein. Hat aber ein gutes Stück Vorsprung gemacht. Ja, auf jeden Fall. 71% ist nicht zu unterschätzen. Der kommt auch bald im Kill-Range, wenn er jetzt ganz ruhig spielt und noch ein bisschen Damage macht. Und mich würde das interessieren. Also ich fände es schon ziemlich hype, wenn jetzt auch ausgeglichen wird. Ich würde gerne sehen, was es der dann macht. Ob er dann bleibt oder auf seinen Main wechselt. Aber ich denke, er würde ruhig bleiben. Jedenfalls für ein Game. Wenn er noch eins verliert, dann geht er auf jeden Fall auf ein Game. Okay. Ich würde hier nicht riskieren. Oh, schöner Tipper hier auch. Also besser gesagt, Sweet Spot. Macht er gut. Oh, jetzt hat er auch den Wing. Mal schauen. Und jetzt wird das Ganze hier sehr spannend. Also beide in Kill Range. Es killt noch nicht. Ja, dieser One-Wing macht hier jetzt gerade das Ganze sehr viel mehr scary. Oh. Geht immer noch. Springt. Okay, recovered. Relativ safe. Also, Justin braucht nur noch einen Hit, aber... Oh, rausgemashed. Okay. Oh, und ist zu greedy geworden. Dafür killt die Dash-Attack von SDN bei Max Rage. Okay. Das war auf jeden Fall knapp. Da wollte es zu schnell, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, die Dash-Attack war auf jeden Fall... einfach overcommitted. Da hätte er safe einfach spielen sollen, weiterhin.
Ist nicht so, dass Sephiroth keine Projektile hat oder sonst was, deswegen hätte einfach ein bisschen mehr patient sein sollen. Genau in diesen Situationen ist SDN ziemlich gut, also macht keine Kurzschlussreaktionen in solchen knappen Situationen. Ja, bleibt einfach sehr ruhig. Ne? Ja. Also er, dadurch, dass er halt auch immer Erster wird, spielt er auch bis zum Schluss halt. Ne? Ja. Und spielt dann auch Best of Fives. Also Grand Finals ist immer, wenn man einmal gewinnt im Winner's Finals, kommt man ins Grand Finals. Mhm. Und da, wenn man aus der Winner's Side im Grand Finals ist, muss man zwei Sets verlieren, um das Turnier zu verlieren. Und der hat ganz oft schon Game 10s gehabt. Also im Grand Final 3-2 verloren und dann nochmal 3-2 gewonnen. Also so komplett knapp. Ja. Und sowas macht auf jeden Fall was mit einem. Ja. Lässt einen sehr patient werden. Gut, wir sehen jetzt hier Game Nummer 3. Wird das zu das 3-0 für SDN nach diesem Game, was wir hier eben gesehen haben? Es war so knapp. Ja. Würde es mir auf jeden Fall wünschen für Justin, dass er hier noch ein Game ist, mindestens. Ja. Aber SDN, so patient wie immer und so clean wie immer, schätze mit der Up-Air, den ersten Stock zu holen, 95%, kann sicherlich noch den einen oder anderen hier überleben. Okay, er macht jetzt. Oh, guck mal hier. Ja. Diesmal killt Nummer 2. Müsste man für die Nummer 3 länger warten? Oder ja, genau. Aber die ist auch deutlich stärker. Sie ist crazy stark. Einfach so lächerlich stark. Man kann auch, glaube ich, wenn man jemanden... Ich weiß nicht, wenn jemand 20% oder sowas hat und du ihn dann Shield breakst, dann kannst du jemanden safe killen. Indem du halt diese dritte Charge von der B machst und dann direkt einen F-Smash rein. Also die Zeit hast du dann noch. Oh, aber jetzt hier. SDN early mit dem Kill. Batterieleistung lässt nach, also vielleicht noch eine Chance hier für Justin. Ja, hat jetzt natürlich einiges an Arbeit vor sich. Im Moment aber erst 13. Jetzt wo ich sage, kassiert er natürlich 50% schon. SDN wollte das hier gerade schnell beenden mit dem Down Smash. Er hat auch viel Erfolg an der Edge auf jeden Fall. Bei Sephiroth, mit Sephiroth muss man da sehr vorsichtig sein, einfach weil, naja, Sephiroth sehr leicht ist, auch wenn er nicht so aussieht. Ja, kommt noch dran. Schöner Down Smash. Und da hat man die Super Armor gesehen. Von den Smashes von Sephiroth, während er diesen One Wing hat. Das wird nochmal spannend auf jeden Fall. Gut, also 100%. Comeback Mechanic ist online. Mal schauen, was. Ja, okay, der spielt hier auf jeden Fall Patient. Das ist nicht ganz ungefährlich, aber Patient, okay. Oh, hätte er da noch den Hit bekommen, dann wäre das ganz gruselig geworden für SDN. Aber schafft es hier, das Side-B zu entgehen. 25% auf ihn, 130 auf Justin. Muss einiges aufholen, aber wenn er den richtigen Read bekommt, dann geht das Ding hier an ihn. Oh. Oh, und? Swipe. Er hat die gecatcht. Ja. Ja. Genau das meine ich. Ja. Sehr gut gespielt hier von Justin Angry Face. Sephiroth. Meine Damen und Herren, kann dich immer wegpieksen. Sehr, sehr gut. Ja, der hat wahrscheinlich auch eine ziemlich große Range mit dem langen Schwert. Ja, also extrem große Range. Er hat ihn jetzt noch nicht eingesetzt, aber der Upsmash ist auch so, also praktisch. Einmal so eine riesen Range einfach und wenn du das dann mit dem Flügel machst, dann kannst du dabei noch nicht mal irgendwie rausgehauen werden oder sowas. Also Sephiroth ist auf jeden Fall ein ziemlich besonderer Charakter und ich war auch sehr gehypt, als der reingekommen ist. Ich habe Final Fantasy noch nicht mal gespielt und finde den Hype. Ja, also ich meine, gehört auf jeden Fall vom Design her auch was. Ja, ziemlich cool. Und ich weiß nicht, ich mag so Boss-Charaktere, wenn die in Smash sind. Ja. Gibt's jetzt inzwischen ja auch genug, ne? Ganondorf. Wolf gehört auch dazu, ist zwar eher so ein Rivale, aber auch er. Und
Sekiro. King K. Rool hat es geschafft in Ultimate. Das war auch super Hype. Seit wann ist Sephiroth denn dabei? Ja, der war der letzte oder viertletzte DLC. Also auch erst seit Ultimate. Also ja. Und auch Late Ultimate. Kazuya von Tekken ist jetzt noch dazu gekommen, Steve von Minecraft. Und wir sind hier gerade wieder auf, mit One Wing Angel, also der Wing macht es mal wieder scary. Oh, okay, er hat da einen Read versucht, er hat versucht, den Shieldbreaker zu bekommen. Ja, hier Grotti, Slushy Fight habe ich versucht, aber das Game, was ich on Stream bekommen wollte, das war, wurde leider schon gespielt, also die waren gerade dabei. Da konnten wir leider nicht drauf warten. Ich gucke nach dem Set auf jeden Fall noch mal, ob ich Slushy Fight kriegen kann. Und okay. Ja. Ja, genau. Jetzt hat er ihn, glaube ich, zum ersten Mal hier mit dieser kleinen Schlipser erwischt. Der ist auf jeden Fall cool. Also, ist eine ziemlich coole Mechanik. Kommt halt so sehr versetzt. Oh. Er schafft es aber auch immer wieder nicht gepunished zu werden. Ja. Das macht er schon ziemlich gut. Aber SDN hier mit dem Uptilt. Indem er sich dann quasi wieder fallen lässt und dann wieder hoch. Ja, genau. Also, wenn er einen Sprung mehr hat durch den Flügel, kann er da das halt auch easy machen. Ne? Hat er noch die Range, da kommst du nicht so leicht ran. Aber du kannst ihn schon dafür punishen auch. Aber man muss halt wissen, wie. Und ein bisschen gamblen. Okay, also SDN hat sich hier gut wieder dran gearbeitet. Hat, glaube ich, keinen Hit kassiert, seit er den Stock geholt hat. Ja, jetzt einen. Ja, die beiden kämpfen gerade um jeden Hit so ein bisschen. Ja. Das Game Defining. Oh, das war sehr wichtig hier gerade für Justin. Der hier jetzt gerade wieder in Führung geht und die Combo bekommt. Das kann er hier noch ein bisschen Damage machen. Das, er ist gerade in so einem Flow State gewesen. Das gefällt mir auf jeden Fall gerade das Play, was er hier zeigt. Und ich bin gespannt. Also, wenn er dieses Game gewinnt, ne, dann ist das wirklich richtig spannend. Ja, ansonsten würde er sich wahrscheinlich in den Hintern beißen, dass er die zweite Runde so verloren hat. Auf jeden Fall. 140%. Also er hat jetzt bald Max Rage. Wenn er da irgendeine fette Attacke trifft, vielleicht noch den Angel bekommt, den bekommt er diesen Stock wahrscheinlich nicht nochmal. Aber das ist gerade sehr gut aufgegeben. SDN struggelt hier gerade den Kill zu bekommen. Gute Chance, mehr, okay. Ja. Wolf kann, obwohl er gut killen kann, auf jeden Fall auch strugglen mit dem Kill, was man eben gerade gesehen hat. Aber SDN hat das noch ganz gut gelöst. Oh, okay, komischer Jab One. 80%. Und wir dürfen nicht vergessen, dass er wahrscheinlich noch den Win bekommt. Oh, Combo. 50% schon. Oh, das war ein wichtiger Grab hier gerade für Justin. Oh oh. Okay, der Wing ist da. Er wird. Oh, er stallt nicht. Ich dachte, er stallt safe an der Edge. Oh oh. Oh, diese Tech-Reads, die mag SDN. Okay, es ist komplett even gerade wieder. Die Comeback-Mechanik ist online. Justin ist nicht mehr an der Edge. Ist jetzt wieder neutral. Und jetzt ist es wichtig, dass. Ja, er fischt wieder so ein bisschen nach Kills. Das ist in diesem Moment nicht richtig gut, aber er schafft's. Und er gleicht aus nach dem 2-0 für SDN. Wird das Reverse 3-0? Oh mein Gott. Das war auf jeden Fall krass spannend und das heißt, es gibt hier die Entscheidungsrunde. Ja, wie gesagt, das ist der First Seed hier auf dem Turnier und auch der Beste in Schleswig-Holstein. Er hat gerade erst die Landesmeisterschaften gewonnen. Wenn er jetzt besiegt wird von Justin, dann sind das auf jeden Fall gute Power-Ranking-Punkte für ihn. Auf jeden Fall. Und wir sehen noch einmal den Wolf. Okay. Wir sehen hier also nicht den Ike. Er will es mit diesem Wolf schaffen. Okay. Das finde ich sehr interessant. Ich dachte locker, dass er Ike will. Ich weiß zwar nicht, ob das Matchup irgendwie besser ist für Ike unbedingt. Aber, hätte der getroffen. Also, es hätte wahrscheinlich gekillt schon. Er macht das gut mit den Nairs. Auf jeden Fall.
Also ich kann mir vorstellen, dass er bei Wolf bleibt, weil er auch einfach gerade an sich ja gut drin ist mit ihm. Ja. Aber Justin, also für mein Gefühl macht Justin das aber auch einfach echt gut zu haben. Oh, da ist der Upsmash. Ja. He's in range. Ja. Und ja, also ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit den Kills aussieht. Also sollte Justin den Kill vorher bekommen und dann ein bisschen Stock tanken können, dann könnte das echt scary sein jetzt hier gerade für SDM, die Situation. Er braucht die Kills, die Early Kills. Oh ja, mit der Backer zum Beispiel. Und er versucht es auch. Wir sehen. Aber das ist der Struggle mit Wolf nämlich. Wenn der Gegner weiß, wie er es avoidet, dann ist es manchmal ziemlich schwer zu killen. Da muss man schon ziemlich clean auch sein. Und viel Erfahrung haben. Ja, das ist hier gerade ein Nailbiter. Schon, Die haben zwar noch 3 Stocks, aber es ist irgendwie... Oh! Oh, okay. Ja. Okay. Sehen wir hier ein Upset? Nee, wird erst werden hier im Pools upsettet. Oh, 3 Nairs. Da kommt die Kugel. Oh, er kann kombon. 55% schon drauf. Das ist sehr gut hier gerade für Justin. Oh mein Gott, kann hier weiter kombon. Ja, er ist richtig in dem Flow-State gerade. Sehr geiles. Oh! Das war wichtig für SCN auf jeden Fall. Sehr gutes Play hier gerade mit Sephiroth und Wolf. Ja, genau. 88% hier schon auf SDN drauf, aber vielleicht kann er das hier zurückholen, wenn er einen Combo-Starter bekommt. Wolf kann sehr gut. Oh, so schnell rausgemasht hier gerade. Hat nicht mal Zeit, zweimal zu kummeln. Und SDN holt das hier gerade sehr gut zurück. Ich bin mal gespannt, was die. Wie die Mindsets gerade aussehen. Also ob Justin schon das Mindset hat, um hier den First Seed in diesem Turnier zu holen. Es ist nicht leicht. Secondary hin oder her. SDN hat einfach mit mental einfach so einen Stahlblock. Oh, und Dash Attack. Falsch geeilt und sehr früh gekillt. Jetzt hier also die Lead für SDN. In diesem Game Number 5. Okay. Ich würde mir vielleicht noch ein bisschen mehr erhoffen von SDN, von Justin an der Edge. Ja. Also, Sephiroth hat durchaus Tools, um das sehr, sehr schwer zu machen für Charaktere wie Wolf an der Edge. Der Piekser. Okay. Ja. Last Stock. Oh, das hat er geredet. Aber schon wieder ein bisschen zu sehr gepummelt. Pummeln ist, wenn man jemanden grabbt und dann A drückt, dann haut er den und macht ein bisschen mehr Prozente. Ja. Lohnt sich halt, wenn du danach deine Combo oder was auch immer. Oh, er kann Sprung. Oh, er bekommt die Downbeat nicht. Das war, oh mein Gott, das hätte es sein können eben gerade. Das Game ist noch nicht vorbei, aber das hätte es eben gerade sein können. Und das ist super scary jetzt hier gerade für SDN offstage zu sein. Oh mein Gott. Und er updatet. Oh, das war's. Oh, SDN schafft es hier 3-2 Last Hit zu gewinnen gegen Angryface, aka Justin. Das. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Was für ein Set gerade. Intensives Ding.